Bevor wir loslegen, lasst mich noch eines machen. Genauso simpel soll übrigens die Handhabung der neuen Grafikkartengeneration von AMD sein. Einfach alte Grafikkarte ausbauen, neue Grafikkarte einbauen, keine Anmeldungen auf irgendwelchen Seiten, keine speziellen 12-Pin-Konnektoren, die eventuell dahin schmelzen. Nein, 2x8-Pin und los geht's. Wenn ich also Ende des Jahres die Tops und Flops der Techwelt 2022 küre, ist AMD jetzt schon ein Gewinner. Klar, deren neueste CPU-Generation hatte Startschwierigkeiten und ist meiner Meinung nach maßlos überteuert, doch es bessert sich. 7950X kostet zum Beispiel mittlerweile unter 800 Euro, aber darum soll es heute ja gar nicht gehen. Heute machen wir ein kurzes AMD Showcase Recap, vergleichen die Power der neuesten RDNA 3 Karten mit Nvidia und reden übrigens noch über die europäische Preisgestaltung. Denn ganz so günstig, wie AMD es angekündigt hat, wird es bei uns dann doch nicht sein. Aber zuerst, wenn es eine Frau gibt, der man nachsimpen sollte, dann ist es Dr. Lisa Su. Und damit meine ich, sollten ihr auch die Damen der Welt nachsimpen. Die Königin der Nerds hat AMD zur Höchstform gebracht. So konkurriert AMD gleichzeitig mit Intel im CPU und Nvidia im GPU-Bereich. Und im Augenblick sind sie auch noch Marktführer, da sie wertvolle Partnerschaften mit anderen Tech-Giganten wie Sony, Microsoft, ja sogar Tesla haben. Doch seien wir uns mal ganz ehrlich, das alles interessiert uns gar nicht, also kommen wir direkt zum wichtigsten Punkt und zwar den GPUs. Konkret wurden ähnlich wie bei Nvidia die zwei High-End-Modelle, also RX 7900 XTX mit 24 GB und die leicht abgespeckte Variante 7900 XT mit 20 GB vorgestellt. Na, wie viel von euch AMD-Fans da draußen denken jetzt schon darüber nach, sich eine XT zu kaufen und sie mit gemoddeten BIOS zu einer XTX zu flashen? Seid ehrlich. Dabei habe ich wirklich nur Lob zu verteilen und das bei M-Talk, wo ich grundsätzlich eigentlich immer flame. Doch AMD zerstört mit beinahe jedem Satz ein Stückchen von Nvidia. Sprechen wir also erstmal über das Topmodell und zwar wie folgt: 2,3 GHz GPU-Takt, 24 GB GDDR6, also kein GDDR6X, aber okay. 384-Bit Speicherbindung und 12.288 Cores. Dabei verfolgt AMD wie bisher den Kurs, immer alle Komponenten so up-to-date wie möglich zu halten. So besitzen die 7000er Modelle DisplayPort 2.1 für natives 8K bei 120 Hz und selbstverständlich den neuen rasend schnellen AV1 Encoder. Vor allem wichtig für uns als Streamer. Dabei veralbert AMD ein wenig, da sie speziell dazu sagen, dass all dies mit den altbewährten 2x8 Pol Power Konnektoren erreicht wird. Die maximale TDP geben sie nämlich mit nur 355 Watt an. Die kleinere 7900 XT ist dabei eine leicht abgespeckte Version mit trotzdem 20 GB RAM bis zu 2 GHz Takt und 320-Bit breiten Speicherinterface. Ebenso mit DisplayPort 2.1 und einer TDP von nur 300 Watt. Übrigens Respekt an AMD für Folgendes, und zwar betonte AMD im Showcase kein einziges Mal, dass sie sich mit der neuesten Radeon-Generation die Leistungskrone aufsetzen wollen. Und warum das auch nicht möglich ist, dazu gleich mehr, sondern dass sie die beste Leistung pro Watt bieten. Und da bin ich voll bei ihnen. AMD hat es wirklich geschafft, dieses Jahr mich zu überzeugen. Keine wie letztes Jahr Mega-Versprechen mit Infinity Cash Blödsinn, sondern eine klare Ansage. Das sind unsere Karten. Die können so und so viel und sind eine erhebliche Steigerung gegenüber ihrem Vorgänger. Bravo AMD, so soll ein Showcase sein. Und dann kommt gleich der nächste Hammer. FSR 3.0. Frei für alle Karten da draußen, nicht RTX 4000 Serie DLSS 3.0 exklusiv. Und das, obwohl es irgendein User mittels eines Treibermods geschafft hat, DLSS 3 auf älteren Karten zum Laufen zu bringen. Nein, nichts davon. FSR 3 ist besser als FSR 2 und für alle verfügbar. Aber halt, ich weiß, AMD sagte nichts Spezifisches zu älteren Karten und ob die mit FSR 3 laufen. Allerdings ist FSR im Vergleich zu DLSS eine freie Software und kann dahingehend optimiert werden.
Deshalb nehme ich hier mal was voraus und bin der festen Überzeugung, dass dies ohne weiteres möglich ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, könnt ihr ja später nochmal auf dieses Video zurückkommen und mich in den Kommentaren lynchen. Aber zumindest FSR 2.2, welches eher noch kommt, soll wie bei Minute 24 des Showcases mit allen Karten klarkommen. Da im Hintergrund steht übrigens Works with Radeon and other GPUs. Also ich würde mich ja sowas von kaputt lachen, wenn dann im Endeffekt die RTX 4000er Serie mit FSR mehr FPS ausspuckt als mit DLSS. Aber noch kurz zu FSR 3, denn dabei gibt AMD an, dass FSR 3 spieleabhängig bis zu zweimal mehr FPS schafft als FSR 2 und soll in Kombination mit AMDs neuester Technologie HyperRX, ein Konkurrenzprodukt übrigens zu Nvidia Reflex, auch verkürzte Latenzen bringen. In Kombination mit einem Ryzen-Prozessor soll RX 7000 übrigens vor allem für uns Creator interessant werden, da AMD-Hardware miteinander kommuniziert und sich so Aufgaben teilt. So könnte man ein besseres Streaming-Erlebnis haben oder aber auch Premiere Pro Renderzeiten signifikant reduzieren. AMD behauptet, dass mit reiner AMD-Hardware das Rendering zum Beispiel von 8K-Videos nun ähnlich viel Zeit in Anspruch nehmen sollte wie früher 4K-Videos. Diejenigen von euch, welche meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich Ende des Monats mein System updaten will und bis jetzt tendierte ich ehrlich gesagt eher zu Intel, da Raptor Lake einfach schneller ist, vor allem in Games, als AMDs neuester Prozessorgeneration, aber so langsam wird mir AMD immer sympathischer. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, wofür ich mich im Endeffekt entschieden habe, vergesst nicht zu abonnieren. Soweit also das Wichtigste, was für uns Gamer die Präsentation betrifft. Doch wie gut wird eigentlich 7900 XTX tatsächlich performen? Ich habe es auf dem Kanal schon beim Nvidia Beyond Showcase gesagt und ich bleibe dabei. Die RTX 4090, auch wenn sie einige Probleme mit sich bringt, wie verschmorte Kabel und dass man ein kleines Atomkraftwerk im Garten braucht, um sie am Laufen zu halten, wird sie unangetastet bleiben und ist weiterhin vollkommen konkurrenzlos. Doch die Ankündigung AMDs hat so seine Vorteile. RTX 4090 kosten neu in der EU jetzt bereits unter 2000 Euro. Und dieser Abwärtstrend wird sich meiner Meinung nach halten. Ich sage 1700 bis 1800 Euro für solche Karten in den nächsten 2 bis 3 Monaten voraus. RTX 4080 16 GB und die 12 GB, also mittlerweile wahrscheinlich 4070, werden hingegen um einiges günstiger werden müssen. Wenn wir nämlich von der rohen Grafikgewalt der 7900 XTX ausgehen, sollte diese on par oder etwas stärker sein als die erwähnte 4080 mit 16 GB. Wie wir alle jedoch wissen, sind Gleitkommaberechnungen und synthetische Benchmarks, wo AMD eigentlich immer schon etwas besser war als Nvidia, unter Realbedingungen nicht wirklich relevant. Ob die Karte zum Beispiel in einem Cyberpunk bessere FPS-Zahlen aufspuckt, bleibt also abzuwarten. Aber ich glaube, dass 7900 XT definitiv besser wird als die vormals 4080 mit 12 GB, jetzt 4070. Und damit sind Nvidia-Preise von über 1000 Euro für diese Karte nicht mehr rechtfertigen. Und damit kommen wir schon zur Bepreisung am EU-Markt. AMD bietet das Topmodell 7900 XTX für $999 an. Das ist halt mal doppelt billiger als die aktuellen RTX 4090. RX 7900 XT soll $899 kosten. Damit hat AMD den Vogel abgeschossen. Doch bevor jetzt alle ausrasten, noch kurz abwarten. Diese Preise werden sich in der Eurozone nämlich nicht halten. Der Dollar ist gegen den Euro im Augenblick stärker, was Stand heute, 4.11.2022, aus $999 $1.022 macht. Legen wir da jetzt noch 19% Mehrwertsteuer drauf, macht das aufgerundet 1.217 Euro für die XTX und 1.095, also ich denke ja wahrscheinlich 1.099 Euro für die XT-Variante. Das sind jedoch noch immer knapp 250 Euro weniger als das, was Nvidia für die 4080 16 GB Founders Edition verlangt. Ganz zu schweigen von den Partnerkarten von Asus, die knapp 2000 Euro kosten werden. Kurzes Fazit also, falls AMD die Leistung der neuen Karten vom Papier tatsächlich in Games übertragen kann, steht uns eine geniale GPU-Generation von AMD bevor und purzelnde Nvidia GPU und Aktienpreise. Also macht euer Portfolio bereit, es ist Weihnachten. Doch ich habe jetzt mal genug geredet, ihr seid dran. Schreibt mir eure Meinung zu den Karten in die Kommentare und erzählt mir, ob ihr euch eine solche Karte kaufen werdet oder ob ihr bereits zum Beispiel eine RTX 4090 im Rechner habt oder eventuell eure
RTX 2080 Ti im SLI, diese gammelalten Karten. Frottens. Diskutiert einfach unten, vergesst nicht, mich ein wenig zu unterstützen und abonniert, liked und glockt. Keine Sorge, das ist ein Spielzeug. Und wir sehen uns nächste Woche zu den News. Ich bin M4 and don't forget, join the Legion.